Jean Piaget unterschied 4 Stufen der kognitiven Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Diese bezeichnete er als sensomotorische, voroperatorische, konkretoperatorische und formaloperatorische Entwicklungsphase. Die Entwicklungsphase des formaloperatorischen Denkens erreichen die meisten Jungen und Mädchen mit ca. 12 Jahren. Sie sind dann in der Lage, alle kognitiven Operationen durchzuführen, die auch Erwachsene durchführen können. Jugendliche ab ca. 13 bis 14 Jahren sind in der Lage, bei der Lösung von anspruchsvollen Problemen gleichsam wie Wissenschaftler vorzugehen, nämlich logisch, systematisch und hypothesenprüfend. Dies bezeichnete Piaget als hypothetisch-deduktives Denken. Um die Fähigkeit des hypothetisch-deduktiven Denkens zu überprüfen, erdachte Piaget eine Reihe von naturwissenschaftlichen Experimenten. Im sogenannten Pendelexperiment ging es um die Frage, wovon die Frequenz eines schwingenden Pendels abhängt: von der Länge der Schnur oder der Masse des daran befestigten Gewichts. Beobachten Sie nun, wie zwei 13-jährige Jungen diese Fragestellung bearbeiten. Okay, dann fangen wir mit kurzen an. Ich würde sagen, mit dem kurzen. Ja, mit dem kleinen 100 Gramm, ne? Ja. Okay. Starten. Da. Oder? Ja, da. Ja. Nehmen. Okay. Dann 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das war jetzt 13 Sekunden? 13 Sekunden. 13 Sekunden, okay. Wir sind von hier. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Auch 13 Sekunden? Ja. Interessant. Dann versuchen wir das gleich nochmal mit der langen Schnur, würde ich sagen. Ja. Okay. So. Haben wir das dann auch von der gleichen? Ja, von der gleichen Höhe. Ja. So. Okay. 3, 2, 1. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 15 Sekunden. 15? 15. Dann einmal das 1 Kilo Gewicht. Von 10 cm. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dann auch 15 Sekunden. Okay. Also quasi, wenn genau das Gewicht ist egal und nur die Länge. Die Länge der Schnur beeinflusst die Zeit. Ja. Das bedeutet, okay. Ja. Also beim 100 Gramm und 1 Kilo bei der kurzen Schnur sind beides mal 13 Sekunden. Und bei 100 Gramm und 1 Kilo bei der langen Schnur sind beides 15 Sekunden. Aufgabe gelöst. Jugendliche in der formaloperatorischen Phase verstehen, dass sie die Lösung nur herausfinden können, wenn sie den möglichen Einfluss der einzelnen Variablen systematisch überprüfen. Dazu ist es erforderlich, die Pendelzeiten unter verschiedenen Bedingungen zu messen und miteinander zu vergleichen.